Hallo und herzlich willkommen, liebe Hearthstone-Freunde, zu einer weiteren Episode Hearthstone mit mir, dem Lean. Heute wieder hier im Schlachtfeldmodus. Heiter geht es weiter. Kurzer Rückblick, 5017 Punkte. Und zuletzt, ich weiß gar nicht mehr, ach ja, bin ich Fünfter gewesen und davor bin ich Sechster gewesen und davor Achter und davor Dritter und Fünfter. Okay, okay. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es war erst, hatte ich eine relativ große Lose-Streak, könnte man so sagen. Dann hatte ich eine krasse Win-Streak, irgendwie so, weiß ich nicht, 5, 6, berichtigt mich gerne. Runden, wo es richtig gut gelaufen ist, so erster, zweiter, dritter. Guck mal hier. Ja, guck mal hier, wen wir da haben. Leute. Ja, der aufmerksame Zuschauer, der mich ein bisschen kennt, der weiß, dass ich da nicht lange überlegen muss. Ich meine, der ist auch nicht schlecht, würde ich auch mal gerne ausprobieren. Toki auch okay. Und auch nicht schlecht. Die sind ja alle nicht schlecht. Auch nicht schlecht, ne? Auch nicht schlecht. Sehr verlockend. Der Swing würde ich auch mal gerne ausprobieren. Aber Grauselhuchz ist halt mein Man. Was soll ich euch sagen? Das ist mein Kollege. Ne? Er ist immer für mich da. Wenn ich hier am Struggeln bin in the Games, ne? Dann kommt der Grauselhuchz um eine Ecke und sagt, Lean, mach dich nicht verrückt. I got you. Ne? Und ja. Da bin ich einfach dabei mit dem. Was haben wir denn? Dämonen, Mechs, Piraten, Eber, Untote. So, Starthand schon mal wieder eine volle Katastrophe. Genau meine Wellenlänge. Ja, ich sag euch, wie es ist. Grauselhuchz ist super Dude, ne? Ritschratsch, ey, Ritschratsch aus der Maus, sag ich euch. Den Himmel zu beherrschen? Und wenn ich da wieder hier den Saugevogel kriege, bei Dämonen, das ist ja immer mein way to go, ne? Das ist immer mein way to go. Ich hol mir den Dämon, der saugt. Schön, euch und dann ist vorbei. Sehen. Verringert kann die Kostenaufwertung Gasthaus. Ja, okay. Nicht der Knüller, aber dann haben wir schon mal was da liegen, ne? Was wir machen können. Echt nicht der Knüller, muss man sagen, ne? Echt nicht der Knüller. Euch wisch ich weg. Ja, vielleicht friere ich es auch ein. Für die Extreme-Vergünstigung. Ihr könnt immer noch aufholen. Ja. Ich bin zuversichtlich, Leute. Oh, man. Ja, siehst du, hätte ich den Buff benutzt. Hätte, Fahrradkette. Wäre das ein Win gewesen. Aber egal. Ich will diesen Mumpitz hier nicht buffen, ne? Was habt ihr als nächstes vor? Das ist es. Ich möchte diesen Mumpitz nicht buffen. Und ich sage euch noch was. Bam. Ihr gleich viel bessere Möglichkeiten. Bam. Ach, komm schon. Ach, wollte ich doch noch da drauf machen. Oh. Katastrophe! Na egal. Late Game. Ne? Erstmal Echse bauen, bisschen Eco und dann. Ach Mann, ey, ist schon ein mieser Start jetzt. Eigentlich gar nicht so verkehrt, aber...
Schön, euch wiederzusehen. Kann ich euch etwas anbieten? Erhaltet einen zufälligen Diener mit Kampfschrei auf die Hand. Guck mal, wenn ich den jetzt mit dem verschmelze und den noch käufe. Na, gucken wir mal. Die Superfast-Updates finde ich eigentlich auch nicht schlecht von der Idee. Aber den schnell rauszuholen finde ich auch nicht schlecht. Jetzt zufälligen Diener mit Kampfschrei. Und zieht los. Schön. Schön. Geht es wirklich heiß her? Könnten wir jetzt Schweinerei machen, aber schwierig. Schwierig, 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 schwierig. Oh. Really? Na gut. Jetzt habt ihr gleich viel bessere Möglichkeiten. Am Ende des Zuges 1-1. Naja, da wir Mechs auch in der Runde haben, können wir auch den Mech mit einem Coin und so da drauf verschmelzen. Also ein Kampfschrei, was jetzt noch attraktiv wäre, wäre halt weiter auf den zu ballern, damit ich hier den Drilling kriege schnell. Oder auf den. Wobei ich schon fast dazu tendiere, möglichst schnell den rauszukriegen. Ach du meine Güte. Oha. Oha. Wow. Das ist heftig. Ich meine, Win is Win, Leute. Win is Win. Am Ende zählt der Win, aber trotzdem. Da draußen geht es wirklich heiß her. Ey, geht's schon wieder ab am Telefon. Win is Win. Jetzt habt ihr, ich finde das gar nicht so schlecht. Ich finde das, glaube ich, sogar noch besser. Super, super greedy Updates. Ja. Ah, ich hoffe so sehr, dass ich die nächsten Fights hier... Was haben wir denn? 3? Ich bin 4. 3, 3, 2, 3. Okay, ich bin der am schnellsten 4. Boah, stellt euch vor, ich krieg davon ein Drilling. Jetzt noch. Dann verringert das um 2 und ich kann den so durchböllern hier mit. Das wäre, glaube ich, ganz witzig. Ah, sehr schön. Oh. Oh, der Fokus. Ah, okay, das geht doch. Ja, schön. Schön, guckt euch das an. Was war der? Level 3. Ah. Easy. Einen solchen Sieg, so, guck mal. Muss man feiern. Boah, das könnten wir auch richtig hochböllern mit unserem Vogel hier. Auch verlockend, ne?
Auch sehr verlockend. Sehr verlockend alles. Sehr, 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 sehr verlockend alles. Aha. Aha. Ja, den behalte ich erstmal noch, weil ich immer noch nicht weiß, wohin es geht, ne? Aber so langsam wird's eng, Leute. So langsam kann ich sie nicht mehr hinhalten hier. Oh. Oh. Oh, richtig bad. Richtig bad. Auch richtig bad. Die Trades an sich, das, also, das hätte schon besser ausgehen können, muss man sagen, ne? Vielleicht aber ist es gut. An der Zeit, den Drachen in euch zu wecken. Aber gut. Boah, ich weiß nicht, vielleicht verliere ich das jetzt. Vielleicht war ich zu greedy. Windzorn. Ist der magnetisch auch, ja. Oh nee, ist er nicht. Oh. Den haben wir. Auch der mächtigste Drache beginnt als winziger Welpling. Ihr liegt vorne, Drachenstahl. Vielleicht hätte ich es auch einfach auf den machen sollen. Oh Gott, oh Gott. Nein, Katastrophe. Alles feedet in den Dicken rein. Okay. 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 Ja, ja. Schön euch wiederzusehen. Ich verstehe. Kann ich euch etwas anbieten? Oh, es ist leider alles zu spät. Wie komme ich denn jetzt da wieder rum? Wer weiß, was für Geheimnisse wir lüften werden. Motto der Kampf! Hier wird nicht gelogen.
Himmel zu beherrschen? Oh, jetzt brauche ich richtig Glück. Ich glaube, das war's. Jo, das war's. Ach Mann! Einfach zu greedy mit meinen komischen Experimenten immer. Jetzt habe ich den auch erst gekriegt. Ja, ist ein Riesenfehler, Alter. Letztes Mal grauselos bin ich irgendwie Erster oder Zweiter gewesen. Und das war ja jetzt eine Vollkatastrophe. Das war ja jetzt echt... Ja, war ich zu greedy. Aber ich sag euch, ich glaube, diese ganzen Experimente hier, Dis billiger. Ich hätte einfach mehr Kampfschreidiener, bis ich den mit der Saugerei gekriegt hätte. Das wäre der Weg gewesen. Ne? Machst du nichts.